gerade erst auf dem Mobile World Congress 2019 vorgestellt, auf der ersten Pressekonferenz in Europa für Xiaomi, ist das Mi 9 hier in Barcelona sogar schon erhältlich. Und ihr seht es hier vielleicht schon stehen und das Gerät packen wir jetzt einfach mal aus. So, noch vor dem ersten Kaffee geht es hier los mit einem Unboxing und fangen einfach mal an, erstmal die scheiß Folie abzukriegen. Was gar nicht so einfach ist, weil ich natürlich keine Schere, Messer oder sonstiges dabei habe. Ah. Ihr seht auch hier schon den Aufkleber, das ist die Global Version. Soll heißen, die Version, falls Xiaomi jetzt in naher Zukunft endlich nach Deutschland kommt offiziell, wird das auch diese Version sein. So, designed by Xiaomi. Das hier ist erstmal, ach, das Zubehör direkt, okay. Hier haben wir das Mi 9, 48 Megapixel Kamera, legen wir euch auch immer noch zur Seite. Und schauen mal hier unten rein. Wir haben einmal das Ladegerät und Kabel, weißes Type-C-Kabel. Soweit nichts Besonderes. Das Kabel jetzt ist ja auch ganz normales Netzteil, 0,5 Ampere. Achso, Input, sorry. 1,5 Ampere Ausgang, 2 Ampere, ja, bis hin zu, was haben wir denn hier? Ja, 18, 20 Watt haben wir hier als Netzteil. So. Das tun wir auch schon mal zur Seite und schauen uns mal an, was hier noch alles drin ist. Ich sag mal so ein Accessory Bag. Wir haben einmal Type-C auf Klinke. Ja, Klinkenanschluss hat es nämlich nicht mehr. Deswegen ist hier ein entsprechender Adapter dabei. Und hier haben wir noch den SIM-Pin, um das da in der SIM-Karte reinzukriegen. Na, geh wieder rein da. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet hier leider. Und wir haben noch ein kleines Protective Case. Fühlt sich ehrlich gesagt ziemlich kacke an. Also wie so ein Gummistiefel irgendwie. Fühlt sich nicht geil an. Ist aber erstmal, ja, ich denke für die ersten Tage, bis ihr passendes Case gefunden habt, wenn ihr Case-Nutzer seid, sollte das, denke ich, ausreichen. Und ansonsten ein bisschen Zettelkram ist hier noch. Und ja, kommen wir zum Mi 9. Ich schiebe das mal hier so ein bisschen zur Seite. Wir waren nämlich gerade im Mi Store hier in Barcelona, wo ab heute das Mi 9 verfügbar ist. Deswegen haben wir schnell mal auf die 1 gekauft. Ist leider nicht mein Gerät, das heißt, einen ausführlichen Test kann ich euch dazu leider nicht liefern. Aber ich bringe es für jemanden mit, der mir erlaubt hat, es für euch einmal auszupacken, auch mal einzuschalten, dass wir ein paar Fotos machen können, mal gucken können, was diese 48-Megapixel-Kamera denn so leistet. Und an der Stelle danke, Frank, dass wir das auch auspacken dürfen hier. Wir machen einmal, ja, Aufkleber lassen wir hier dran. Hier ist eine Don't disassemble the device. Ja. Danke für die Warnung, Xiaomi. Dual-SIM haben wir hier oben. 2x Nano-SIM bzw. Hybrid. Das Ganze dann mit SD-Karte noch. 48 Megapixel Ultra High Resolution Kamera, Snapdragon 855. Leading 20 Watt Wireless Fast Charge, das heißt 20 Watt Wireless Charging per Qi Standard. TÜV Rheinland Certified, selbstverständlich. Der TÜV muss ja alles zertifizieren, auch chinesische Geräte. Und ein In-Display Fingerprint Reader. Wir machen hier einmal die Folie ab. Keine Angst, ich werfe nichts weg, Frank. Das bleibt alles hier beim Gerät. So, schalten wir es direkt einmal ein, gucken wir mal, ob es angeht. Ja, springt direkt an, genug Akkus also drin. Und wir haben hier einmal den SIM-Karten-Tray, das heißt, da haben wir das Eject-Tool für. Mache ich jetzt nicht auf, ich will hier keine kleinen Teile verlieren. Power-Button-Lautstärke-Wippe auf der linken Seite, auf der rechten Seite, sorry. Ich bin noch nicht ganz wach, die Erkältung und wenig Schlaf, das ist keine gute Kombination. Wir haben den, ich glaube, Google Assistant-Button. Im UI 10 sehen wir hier schon Design for Fullscreen Experience, denn ich hoffe, man kann es erkennen hier in der Morgensonne in Barcelona, weil das ist doch sehr, sehr hell hier. Ich hoffe, die Kamera kommt damit klar. Wir haben fast Fullscreen-Rahmen hier, also fast rahmenloses Fullscreen-Display, so rum. Teardrop-Notch hier oben nur, also eine sehr, sehr kleine Notch, nur mit der Frontcam drin. Hier oben noch der Lautsprecher und hier unten auch ein sehr schmales Kinn. Die Ränder könnten ein bisschen schlanker sein, muss ich ehrlich sagen. Aber ganz ehrlich, für ein Gerät für diesen Preis ist das durchaus in Ordnung, denn wir haben ja Top-Ausstattung für 449 Euro letztendlich. Jetzt in der Version hier mit 64 GB bzw. 499 Euro in der 128 GB. Und schauen wir mal, Deutsch. So, weiter. Richten wir es einmal fix ein. Das ist auch Deutschland hier. Weil ich werde dann versuchen, heute den letzten Tag hier in Barcelona damit zu verbringen, das Mi 9 ein paar Fotos damit zu machen und einmal die Kamera so ein bisschen auszuprobieren, um euch da einen kleinen Eindruck von der Kamera zu liefern, weil die 48 Megapixel sollen ja durchaus sehr gut sein. So, das machen wir alles weiter. Design lassen wir Standard. Es gibt noch ganz viele andere Designs. Und so, Installation abgeschlossen. Da wir kein WLAN hier haben,
können wir nicht den Google-Account einrichten, ist aber nicht so wild. Und genau, jetzt lädt er die Apps erstmal. Was haben wir noch? 66% Akku, also auch kein Problem. Ansonsten, wir haben jetzt hier die Charcoal Black Version. Es gab leider wirklich auch nur schwarz. Wir sehen aber hier oben auch schon diesen risierenden Kameraring auf der Hauptkamera. Das ist, glaube ich, die Weitwinkelkamera. Die Hauptkamera ist ja hier mittig mit ihren 48 Megapixel Sensor. Und darunter die Weitwinkelkamera. Also, ja, ich hoffe einfach mal, dass die Kamera wirklich so gut ist, wie Xiaomi es versprochen hat, dass wir hier ein paar schöne Ergebnisse bekommen. USB Type-C auf der Unterseite, nochmal ein paar Lautsprecher und hier oben haben wir dann auch noch einen Infrarotblaster. Das heißt, das ist auch mittlerweile relativ selten, dass eben so Geräte noch Infrarotsender haben, um eben beispielsweise ja, Geräte damit zu steuern, um Fernseher damit zu steuern, um theoretisch auch meine Kamera damit zu steuern, zumindest bei diversen Spiegelreflexkameras und spiegellosen Systemkameras habt ihr noch so einen Infrarotempfänger. Dafür ist es ganz praktisch, weil es eben so Camera-Remote-Apps gibt, die das Ganze dann eben ja, nutzen können. So, MIUI 10, schauen wir uns das Gerät kurz einmal an. Ich mache mal fix die Display-Helligkeit hoffentlich ganz hoch. Ich sehe jetzt hier keinen... Ah, doch, ist schon maximal, schade. Ein paar Notifications machen wir einfach fix weg. So, weil wir haben hier MIUI 10, wie erwähnt, das heißt, wir haben einen App-Drawer, beziehungsweise keinen App-Drawer in dem Fall. Das ist alles auf dem Homescreen, ähnlich so ein bisschen angelehnt an Apple. Daher kommen sie ja, das ursprünglich MIUI war ja so eine ziemlich krasse Apple-Kopie. Aber das denke ich auch soweit nicht weiter schlimm. Wir schauen einmal direkt nach, was für eine Software-Version hier drauf ist. Auf diesem Gerät hier jetzt im Auslieferungszustand. Wenn ich es finde, weil im MIUI bin ich ehrlich gesagt nicht so bewandert. Weitere Einstellungen, ist das hier vielleicht irgendwo? Sollte doch eigentlich unter weitere Einstellungen hier irgendwo sein, oder? Das ist doch Mi Mover, Autorisierung, Enterprise, Sicherheit, welche Sicherheit irgendwo? Sicherheitsupdate, ah, hier sind wir doch, 1. Januar 2019. Android Version 9. Das heißt, auf jeden Fall aktuelle Software. Wurde ja auch so versprochen, dass es eben schon direkt mit Android 9 auf den Markt kommt. Und jetzt hier auch mit dem Januar-Sicherheitspatch ist natürlich nicht mehr ganz taufrisch. Wir haben jetzt den 28. Februar. Daher ja, kommt bald der März-Patch. Aber Xiaomi hat da in der letzten Zeit relativ gut Gas gegeben mit den Updates. Und ja, ansonsten ja, sind wir eigentlich so weit durch. Wir können ja im Anfang einen Schnappschuss mit der Kamera machen. Ja, Ultraweitwinkelmodus haben wir verstanden. Zack. Einmal ganz auf die Schnelle. Ist natürlich jetzt hier. Na, tritt das Gerät nicht. Ist natürlich jetzt hier nicht so repräsentativ, weil wir haben strahlenden Sonnenschein. Das heißt, da liefert so ziemlich jede Kamera gute Ergebnisse, wenn man das möchte. Und. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus hier, sind schön viele Details drin, es rauscht nicht groß. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht hier mal als Vergleich, das ist der Ausschnitt mit der normalen Kamera. Und zack, jetzt nehmen wir doch mal die Ultra-Weitwinkelkamera. Und da sehen wir direkt deutlich mehr hier auf dem Bild und auch hier, wie gesagt, ja, hier sieht man schon ein bisschen, ist ein bisschen mehr weich gezeichnet, so ein klein bisschen, aber man, wer zoomt so weit in ein Bild rein? Ne? Also das ist halt, da muss man schon sehr weit reingehen oder sehr weit reinzoomen, um hier irgendwie noch ein paar Bildfehler zu finden, also dass das nicht weiter wild. Und ansonsten sieht das wirklich schon recht gut aus. Gucken wir einmal fix den Zoom an. Zack, mal zweifach. Und sehen wir vielleicht nicht die Kollegen, die hier rumsitzen, sondern die Bierfässer hier vorne. So. Und auch das so auf den ersten Blick sieht sehr gut aus. Ja, so ein paar, also so ein bisschen Rauschen kann man erkennen und alles, aber das, wie gesagt, ist ein Meckern auf hohem Niveau, weil man muss wirklich sehr weit reinzoomen, um überhaupt irgendwelche ja, Problemzonen zu finden, um überhaupt irgendwas zu finden, worüber man sich aufregen könnte oder worüber man meckern könnte. Von daher, also das sieht soweit gut aus, aber wie gesagt, wir haben jetzt hier strahlenden Sonnenschein. Da kann fast jede Kamera ein ordentliches Foto schießen. Deswegen, ich schaue mal, dass ich noch ein bisschen hier durch die Stadt wandern kann, um ja, vielleicht auch ein paar Fotos bei Dunkelheit zu machen, ein bisschen bei schlechterem Licht. Und wir haben hier noch einen Google Assistant Button. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das der Google Assistant Button ist oder irgendwas anderes. Aber ja, ist der Google Assistant. Funktioniert jetzt natürlich nicht mal, wenn ich eingeloggt bin. Aber ja. Gut, dann so viel eigentlich auch erstmal schon zum Xiaomi Mi 9 als ersten kurzen Eindruck und dass ihr sehen könnt, was so alles in der Verpackung ist, was so alles dabei ist.
Und ich muss sagen, jetzt mal so ohne Kabel, wir durften es vorher auf der Pressekonferenz ja nur am Kabel anfassen. Es liegt schon ziemlich gut in der Hand. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an, fühlt sich sehr hochwertig an, obwohl es eben ein vergleichsweise sehr günstiges Gerät ist. Ja, also wirklich einen Nachteil habe ich hier bisher noch nicht entdecken können. Es wird ein sehr schönes Gerät, liegt sehr gut in der Hand. Die Software sieht soweit gut aus, alles was ich hier sehen kann. Reagiert schön schnell, reagiert wirklich ja, problemlos, sagen wir es mal so. Das Einzige, was mich gerade nervt, ist hier unten die vertauschte Zurück- und Multitasking-Button. Finde ich gerade ein bisschen nervig, aber ich denke, das kann man auch umstellen hier irgendwo im System dann. Das sollte also auch kein Problem sein. Einziger wirklicher Haken am Mi 9 ist, ja, es gibt es nicht in Deutschland, zumindest noch nicht, zumindest nicht offiziell. Das heißt, wer wirklich Interesse an einem Mi 9 hat, muss halt schauen, dass sich das Ding irgendwoher importiert. Beziehungsweise ich denke, wir werden da vielleicht auch bald was im Sortiment haben. Da kann ich jetzt allerdings noch nichts zu sagen, nichts Genaues. Sie wollen ja offiziell nach Deutschland kommen. Da laufen wohl gerade Vorbereitungen, was man so hört. Aber noch ist es eben nicht so weit. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich bei uns auch im Blog. Denn wir wissen, dass Xiaomi bei euch recht beliebt ist. Nicht ganz ohne Grund, wie man hier sieht, am Mi 9. Und ja, dann so viel auch erstmal schon zum Gerät. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Preis, wer es verpasst hat. 449 Euro hier für die 40 GB Version, die ich gerade in der Hand habe. Beziehungsweise 499 Euro dann für die Version mit 128 GB. Die gab es heute leider nicht. Es gab nur die 64 GB Version und auch nur die Charcoal Black Edition. Also keine Farben oder so. Aber trotzdem schön, dass es so schnell auf dem Markt war. Und ja, dann ansonsten, wenn ihr Fragen zum Gerät habt, gerne ab in die Kommentare. Ich schaue, dass ich so viel davon beantworten kann, wie es mir möglich ist. Und ja, ansonsten lasst gerne ein Like oder ein Abo da und damit bis zum nächsten Mal.